Ja, du bist gerade in die Schweiz umgezogen und stellst fest, hey, die haben ja ganz andere Steckdosen. Oh no. Und unsere Schuko-Stecker, die passen hier nicht rein. You shall not pass! Natürlich gibt es solche Reiseadapter, aber die sind keine langfristige Lösung, denn hier bei so einer Steckdosenleiste passt zwar einer dieser Adapter gut rein, aber ein zweiter hat hier dann keinen Platz mehr. Da kann ich dir aber gerne helfen, denn für unter einem Franken bekommst du solche Schweizer Stecker im Baumarkt und ich zeige dir, wie du auch ohne Ahnung von Strom und Leitungen, gar keinen Werkzeugen, die hier an deine Geräte anschließt. Also viel braucht man wirklich nicht. Den Stecker, einen Schraubendreher, ein Messer, am besten ein Cuttermesser und eine Zange. Damit geht es auch. Es gibt natürlich auch mehrere andere Werkzeuge, Aderhülsen und so weiter, aber wirklich brauchen tut man die nicht. Es wäre noch schöner, aber wir sind ja keine Elektrikermeister. Und funktionieren tut es auch. Also, als erstes öffnen wir hier mal den Stecker, den Deckel des Steckers. Einfach hier die Schraube lösen, öffnen und dann lösen wir hier sämtliche Schrauben. Die unteren zwei dienen hier zur Zugentlastung vom Kabel. Wenn man so ein Kabel ziehen würde, dass es nicht die Pins, die Stifte, dass es die Verbindung hier löst, sondern dass das Kabel einfach gezogen wird. Hier. Und eben nicht die Verbindung am Stift, die ganze Kraft aufbekommt. Die lösen wir, da wird unser Kabel dann später befestigt. Und dann hier noch eben die Schrauben für die Befestigung der Kabelstränge. Die werden ein bisschen gelöst, gelockert, damit eben hier unten im Stift, im Pin, genug Platz ist, um das Kabel, um die Adern des Kabels reinzubekommen. Da war jetzt alles gelockert und jetzt nehmen wir die Zange und kappen unser Kabel ab. Den Stecker zuerst von der Steckdose ziehen und dann erst das Kabel schneiden. So. Und jetzt schauen wir hier, wie lang unser Kabel etwa sein müsste, also wo wir es freischneiden müssten. Ungefähr vielleicht ein paar Millimeter Überstand lassen und hier nach der Zugentlastung kommt dann eben unser Schnitt. Und da nehmen wir unser Messer, biegen das Kabel und schneiden oder ritzen mit unserem Messer hier ein paar Schnitte rein. Nicht zu tief, dass wir die Adern im Innern nicht verletzen, falls doch, dann einfach nochmal da abschneiden und nochmal versuchen. Also wir wollen hier keine Puscherei. Und dann haben wir es gelöst und können es abziehen. Jetzt haben wir hier drei Stränge, blau, braun und gelb-grün. Also wenn du kein gelb-grün hast, dann ist es auch kein Schuko-Stecker. Denn eben diese gelb-grüne Ader, das ist eben der Schutzleiter, die Erdung. Und das ist wichtig für den mittleren Pin. Beim europäischen, haben wir eben den Kontakt hier außen an den Seiten. Das siehst du ja an der Steckdose, die zwei Metall-Clips, die greifen dann hier außen an diesem Schutzkontaktstecker. Der kommt hier in der Schweiz eben in die Mitte und rechts und links sind eben blau und braun. Ob jetzt blau links oder rechts ist, spielt keine Rolle, denn man kann den Stecker ja auch umdrehen und wieder anstecken. Also da spielt es keine Rolle. Jetzt halten wir die Kabel ran an die Kontakte, so wie wir es eben mit der Zugentlastung befestigen wollen und wir eben sehen, wie viel wir abschneiden müssen. Also 1 cm hier bei blau und braun und die Erdung wird etwas kürzer. Es gibt viele, die machen hier so einen Bogen mit der Erdung, damit der länger ist als blau, als die Phase und der Neutralleiter. Wir haben hier eh eine Zugentlastung, also da sehe ich keine Verwendung dafür, also keinen Sinn. Und jetzt müssen wir eben ein paar Millimeter nochmal abschneiden, damit eben die Litzen, die Drähte, die Kupferdrähte im Kabel eben Kontakt mit diesen Pins haben können. Und wie man sieht, braucht es da nicht viel, also 3 bis 4 Millimeter. Es gibt auch extra Werkzeuge dafür, zum Beispiel eben hier, um das abzuisolieren. Klack. Und dann geht es natürlich schneller und genauer. Und jetzt ist etwas Feingefühl, wenn man das nicht hat, kann man auch eine Pinzette nehmen
um eben diese Adern, diese einzelnen Adern in die Stränge, in die Pins hineinzustecken. Ein bisschen verdrillen, da verdrillen sich jetzt einige die Augen, aber egal. Ich fange hier mit der Erdung an. Die kommt jetzt eben hier in die Mitte und dann wird festgehalten und die Schraube angezogen. Und jetzt eben das mit der Zugentlastung. Wenn ich jetzt hier am Kabel ziehen würde, dann ziehe ich ja hier an der Verbindung. Und damit das eben nicht passiert, kommt hier die Zugentlastung drauf. Der klemmt das Kabel am Stecker und dann, wenn wir am Kabel ziehen oder drüber stolpern oder was auch immer, dann wird eben am Stecker selbst gezogen und nicht an den Verbindungen. Und jetzt, wenn ich eben dran ziehe, dann ist nicht an den Kabeln nichts und der Stecker kommt. Und jetzt machen wir es einfach zu, festdrehen und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. So. Passt. Also ich mache mir jetzt meinen Kaffee und genießen Samstag. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte helfen und ja, trau dich einfach. Im schlimmsten Fall haut die Sicherung raus und dann nimmst du es ab und dann geht's und dann kannst du es nochmal versuchen. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Falls ja, dann gerne abonnieren. Freue mich drüber. Das Video liken und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Ciao.